Im heutigen Video zeige ich dir drei ganz praktische Tipps, um die Körperintelligenz deiner Klienten mehr in die Sessions mit einzubeziehen. Los geht's! Ja, das Video heute soll praktisch werden, doch gleichzeitig möchte ich es einmal kurz in den theoretischen Hintergrund einordnen, den wir bisher hatten, denn ja, wir haben sehr viel theoretisch miteinander erarbeitet in den letzten drei Videos. Wir haben uns die beiden Hemisphären links und rechts angeschaut, wenn dich das interessiert, ein Video. Wir haben erleuchtet, wie kann man denn die Körperintelligenz in Sessions nutzen und dafür den Feldsens einbeziehen. Das werden wir auch heute wieder als Grundlage haben. Und wir haben im letzten Video die kindliche Entwicklung durch die Perspektive der rechten Hemisphäre erleuchtet. Yes! Es gibt unglaublich viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie du in die Theorie dieser Themen einsteigen kannst, aber viele Menschen haken genau hier. Okay, wie kann ich das denn jetzt praktisch umsetzen? Wie kann ich jetzt dieses Wissen mit in meine Körperarbeits- und Coaching-Session bringen? Und genau darum geht es heute. Drei Tipps, um als Coach oder Körperarbeiter diese Erkenntnisse in deine Sessions einzubeziehen. Und wir starten mit Tipp Nummer 1. Auf das Nichtwissen einlassen. Hier nochmal geschrieben. Auf das Nichtwissen einlassen. Und dafür möchte ich minimal Theorie reinbringen, damit die Praxis besser landen kann. Linke Hemisphäre, unsere sprachliche Intelligenz als Intelligenz funktioniert fix im Sinne von sie kategorisiert. Das hier ist ein Stift, das hier ist ein iPad, ich nehme dies auf einem Video auf. All diese Dinge sind kategorisiert, das heißt eingeordnet. Sie sind explizit, das, was wir sprachlich ausdrücken und erkennen können, muss explizit benannt werden, sonst ist es nicht, sonst ist es ein Ding. Ein Dingsbums, aber es ist nicht ein klares Ding. Und Sprache funktioniert immer linear. Wir können irgendwo anfangen, dann kommt das nächste Wort, dann der nächste Satz und am Ende landen wir irgendwo. So funktioniert unsere sprachliche Intelligenz und unsere linke Hemisphäre kann nur so die Welt begreifen. Fix, explizit, sprachlich, linear. Die Körperintelligenz auf der anderen Seite funktioniert fundamental anders. In der Körperintelligenz sind Dinge nicht fix und kategorisiert, damit auch irgendwie tot, denn was in einer Kategorie ist, ist nicht mehr das lebendige, einzigartige Ding, sondern sie sind lebendig. Sie sind implizit. Ganz viele Dinge, die wir körperlich wissen, die wir vielleicht auch tun und umsetzen können, könnten wir nicht explizit beschreiben. Das ist das wunderbare Beispiel, wenn man mit Kindern spielt und Kinder ein Spiel mitspielen können, sie sich an die Regeln halten können. Und wenn man sie dann fragt, kannst du mir mal kurz die Regeln erklären und sie keine Ahnung haben, was sie eigentlich machen, weil sie implizit die Dinge tun können, ohne sie explizit auszudrücken. Und die Körperintelligenz ist umfassend. Das heißt, Dinge gehören zusammen und sie hängen miteinander zusammen. Das heißt, wir können nicht eins davon rausgreifen, wie wir es sprachlich tun können, und beleuchten, sondern alles muss immer mit dem Zwischenspiel zwischen den einzelnen Aspekten beleuchtet werden. So, Ende der Theorie. Das heißt dann leider auch, dass sobald wir uns in diesen Bereich der Körperintelligenz einlassen, wir uns in einen Bereich begeben, der für die sprachliche Intelligenz ungreifbar ist und der inhärent ungreifbar bleiben muss. Das heißt, wenn ich mich auf ein Gespür einlasse, dem folge und ich nicht weiß, was passiert gleich, ich all die Verbindungen nicht verstehe und ich auch nicht genau ausdrücken könnte und sagen könnte, ah, dies ist ein Kribbeln, genau dieses Nerven in mir, sondern ich vage, grobe Beschreibung geben kann, dann befinde ich mich in einem Bereich, der für die sprachliche Intelligenz alleine ungreifbar ist. Und das ist schwierig. Das ist auch einer der Gründe, warum so viele Menschen, und ich würde sogar sagen, Coaches und Körperarbeiter auch, sich häufig nicht so gerne auf dieses implizite, vage, ungreifbare einlassen. Und das heißt, wie können wir die Körperintelligenz mehr in Sessions einbeziehen? Indem wir uns auf das Nichtwissen einlassen, indem wir offen und neugierig sind und den inneren Raum halten können, indem wir sagen, es ist okay, dass ich das gerade nicht perfekt greifen kann. Es ist okay, dass ich nicht genau weiß, was gerade passiert. Das ist vielleicht sogar Anlass, noch offener und neugieriger zu sein. Dafür muss ich aber diese Phase des Nichtwissens, des einfach nur Offenseins und nicht kategorisieren und einordnen können, tolerieren können. Ambiguitäts-
Toleranz wäre ein Wort dafür. Neugierde, Interesse, damit sein. All diese Worte deuten auf dieses Nichtwissen hin. Und ich glaube, das ist eine der Grundhaltungen, die uns unglaublich hilft, die Körperintelligenz mehr in Sessions einbeziehen zu können. Das ist auch das Gleiche, was im Video zum Feldsense beschrieben wird, dass der Feldsense ja nicht einfach plötzlich da ist. Wenn wir mit Menschen unsere Aufmerksamkeit auf den Körper richten, wir forschen, was geschieht da, was bemerken sie, wie würden sie das beschreiben, dann ist nicht plötzlich eine komplette, perfekt ausformulierte und damit auch schon wieder explizit gemachte und so weiter und so fort Erfahrung da, sondern es braucht Zeit, sich zu entfalten. Und dieses nicht einfach da ist oft eine Phase von Unwissen, in der vor allen Dingen die sprachliche Intelligenz leicht unruhig wird und dann Dinge benennt, sagt, oh Gott, das ist ja dumm, warum machen wir das ja eigentlich? All diese Dinge, die man vielleicht Monkey Mind oder Ähnliches nennen könnte. Und wir können in dieser Phase aber die Offenheit behalten, indem wir okay damit sind, dass wir es gerade nicht wissen. Ich möchte euch das anhand eines Beispiels für Körperarbeiter, ich werde heute Beispiele von Körperarbeitern und Coaches nehmen, geben. Stellen wir uns vor, wir haben einen Klienten und eine Körperarbeiterin und am Anfang der Session ist es vielleicht sogar so, dass die Körperarbeiterin ganz explizit und in dem Punkt auch potenziell weitaus mehr mit der linken Hemisphäre, mit der sprachlichen linearen Intelligenz mit dem Körper arbeitet. Ah, okay, das ist die Struktur. Okay, die Struktur ist angespannt. Die Struktur ist erstaunlich locker. Hier kann ich diese Technik machen. Und das sind alles noch explizite, klar beschreibbare, formulierbare Techniken, Prinzipien und so weiter und so fort, die sie benutzt. Und es kann dann aber sein, dass wir irgendwann in einen Bereich kommen, wo wir merken, irgendwas hier ist komisch und wir brauchen einen anderen Zugang hier und wir brauchen eine andere Perspektive auf das, was gerade geschieht, wo allein das Muskel A hängt an Faszie B nicht mehr funktioniert. Wie kann die Körperarbeiterin diesen Zugang erleichtern? Und das hat oft dann ganz viel damit zu tun, aus dem auch, ich weiß das, ich kann diese Zusammenhänge perfekt verstehen, rauszukommen und zu sagen, okay, ich weiß nicht genau, was hier passiert. Ich bleibe mit meinen Händen und mit meiner Aufmerksamkeit hier und ich frage mich und vielleicht auch explizit meinen Klienten, was geschieht denn gerade? Was bemerke ich? Wo zieht es mich hin? Was fällt mir auf? Und ich kann all diese Fragen beantworten und ich kann dem Körper erstmal folgen, wie zum Beispiel beim Unwinding. Und darin bin ich in einer inneren Haltung von, ich weiß nicht genau, was passiert. Ich weiß nicht mal vielleicht genau, welche körperliche Struktur das gerade ist. Aber ich bleibe offen mit dem, ich folge dem und ich bin okay damit, dass ich es auch gerade mit all meinem Fachwissen, mit all meinen Perspektiven, mit meinen Techniken nicht genau einordnen kann, sondern ich sage, ich folge dem und es wird mir etwas zeigen. Das wäre dieser Wandel zum Nichtwissen und uns damit auf etwas einlassen, was nicht linear ist. Ich weiß nicht, wo es mich hinführt und was unvorhersehbar ist, bis wir hoffentlich, vielleicht auch nicht immer, können wir nicht herbeiführen, ein Aha haben, wo plötzlich etwas aus einer ganz neuen Perspektive Sinn ergibt für uns, weil wir merken, ah krass, jetzt verstehe ich das. Oder für den Klienten, weil er merkt, wow, ich werde so traurig, wenn wir hier sind. Oder irgendwie fängt meine Hüfte an zu ziehen oder was auch ich, was weiß ich, wo wir aus der Körperintelligenz heraus eine Neusortierung, einen neuen Input in das System haben. Ausrichtung, aha. Damit kommen wir zum zweiten Tipp und der zweite Tipp bezieht sich auf das Was und das Wie. Das Explizite, das Was wir tun und das Implizite, das Wie wir etwas tun und das Prinzip Nummer zwei oder den Tipp Nummer zwei, das Wie ist viel wichtiger und umfassender und ausschlagender, mächtiger als das Was. Am Beispiel eines Coachings. Das Was, Coach, Klientin, sind die Fragen, die wir stellen. Welche Fragen stelle ich? Welche Fragen stelle ich in welchem Moment? Und vor allen Dingen als Anfänger sind das häufig die
Herausforderungen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Okay, welche Frage kann ich jetzt stellen? Was mache ich eigentlich gerade? Wo bin ich gerade? All diese Was-Fragen, die total wichtig sind, weil sie später die Basis bilden, um mit Menschen zu arbeiten. Wir brauchen Fragen, wir brauchen Modelle, wir brauchen Perspektiven. Ja, all das ist notwendig. Und es ist nicht das Wichtigste, sondern was am Ende oft viel wichtiger wird, ist, wie wir diese Fragen stellen. Auf welche Art und Weise, von welcher inneren Haltung stellen wir die Fragen, weil wir glauben, oh Gott, ich muss eine Antwort finden, ich muss dir helfen, eine Lösung zu finden? Oder stellen wir die Fragen auch aus einem Nichtwissen heraus, aus einer Neugierde auf das, was geschieht? Mit welcher Energie ist das ein Willkommen heißen? Ist das ein mit dem anderen mitschwingen? Oder ist es eher ein, oh, wir müssen das aber lösen, wir müssen hier schnell vorankommen? All diese Wies haben am Ende viel mehr Einfluss auf das Ergebnis einer Session und das, wie unsere Fragen bei unserem Gegenüber landen, als das Was, als die expliziten Fragen, die wir stellen können und als die Techniken, Tools, Interventionen, wie auch immer du es nennen möchtest, die wir nutzen. Das Wie ist viel wichtiger als das Was. Und das zeigt sich auch wieder in der Perspektive, dass die Beziehung zwischen Coach und Klientin in diesem Fall wichtiger ist als die einzelnen Fragen. Und die Beziehung wieder zu einem ganz großen Teil implizit ist, das heißt rechte Hemisphäre zu rechter Hemisphäre, ein Mitschwingen des Ganzen mit dem anderen Ganzen ist und oft ein Aspekt von mein System fühlt sich mit deinem System sicher genug, um Dinge zu erforschen. Und dafür können wir als Coaches innerlich Dinge tun, indem wir schauen, okay, wie kann ich mich entspannen? Wie kann ich auch in dieser Session präsent sein, ohne Druck zu machen, ohne mir selbst oder ohne dir Druck zu machen? Wie kann ich meinen eigenen Körper wahrnehmen und auch in dem Sein vielleicht ein bisschen mich entspannen, hier sitzen, okay damit sein, dass es auch gerade unklar ist und so weiter und so fort? Und wie kann ich auch in diesem Nichtwissen, in dieser Lebendigkeit mit dir schwingen? Das ist die Grundlage der Beziehung für das Coaching, das Wie. Und das Wie ist am Ende viel wichtiger als das Was. Und damit kommen wir zu Tipp 3. Und Tipp 3 ist, weniger tun und einfache Fragen stellen. Egal ob in der Körperarbeit oder im Coaching, weniger tun, einfache Fragen stellen. Wenn wir die Körperintelligenz und nicht nur die Körperstruktur oder den Verstand einbeziehen wollen, dann brauchen wir Raum, dann brauchen wir Zeit und dann brauchen wir Einfachheit. Und ich glaube, ein ganz hilfreiches Prinzip dafür ist, und was als Prinzip mir auch hilft, dieses weniger tun einzubehalten, ist, wir haben nicht den Auftrag, in erster Linie die Erfahrung in aller Tiefe zu verstehen oder zu verändern. Denn sobald wir glauben, ich als Coach oder als Körperarbeiter müsste das alles sofort verstehen und wissen und all das, da sind wir wieder beim Thema Nichtwissen, und ich muss auch genau wissen, wie ich das verändern kann, dann werde ich Stress haben, dann werde ich es mir nicht leicht machen und auch dir nicht leicht machen, und ich werde viele Dinge ausprobieren, womit ich aber eigentlich versuche, etwas ins System reinzugeben, anstatt etwas von deiner Körperintelligenz zu erfahren oder zu lernen. Und das gegenteilige Prinzip dazu ist damit bleiben. Wie kann ich in der Körperarbeit und im Coaching erstmal von der Grundtendenz schauen, wie können wir mit der Erfahrung, die da ist, sei das eine Anspannung, sei das eine Emotion, sei das eine Wahrnehmung, wie können wir damit bleiben, wie können wir die erstmal halten? Und von diesem Halten und damit sein aus forschen. Und da ist es dann auch hilfreich, ganz einfache Fragen zu stellen. Nehmen wir mal kurz das Beispiel Körperarbeit. Wir haben hier, wir erforschen an der Schulter etwas, wir haben festgestellt, wow, ja, wir haben uns unterschiedliche Strukturen angeguckt, wir haben auch ein paar Dehnungen gemacht und so weiter und so fort, und irgendwie fühlt es sich immer noch so an, als wäre da mehr. Okay. Und
dann lege ich meine Hand hier hin und vielleicht kommt sogar was in Bewegung. Dann fange ich plötzlich an, dir Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, und letzte Woche, als du da und da in der Situation warst und dein Freund das gesagt hat. Und allein wenn ich dir so eine komplexe Frage stelle, dann ist die Möglichkeit, hier zu bleiben, schwer. weil ich dir so viele Anforderungen stelle, dass das einfach damit präsent bleiben gar nicht so leicht ist. Das heißt aber, wenn ich dir dann zum Beispiel die Frage stellen würde, und wo genau zieht es gerade? Was für eine Art von tiefer Bewegtheit kommt da auf, wenn das vielleicht das Wort war, das du benutzt? Und wie ist das, wenn das gerade geschieht? Das sind alles Fragen, mit denen ich dir ganz einfache Fragen stelle und gleichzeitig dir dadurch ermögliche, an dem Thema dran zu bleiben, an dem du bist. Das heißt, einfache Fragen, ich habe hier einfach mal als Option 3 reingestellt, wir haben im HB-Ansatz mehr, in den somatischen Coaching-Workshops noch viel mehr Fragen, die du stellen kannst, aber einfach, dass es diese Grundtendenz gibt, einfache Fragen, mit denen jemand bei seiner oder ihrer eigenen Erfahrung bleiben kann. Anstatt riesige Komplexe aufzumachen, um Dinge in der Tiefe zu verstehen oder zu verändern. Und wenn du dir vorstellst, du hättest plötzlich alle Ressourcen der Welt und könntest von diesen Ressourcen aus nochmal mit dieser Spannung in Kontakt kommen, um dann zu schauen, wie verändert sich die Spannung dann. Es ist ein, ich möchte einen Veränderungsimpuls reingeben und dadurch wird es aber komplex und die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas von deiner Körperintelligenz lernen, wird geringer. Deswegen einfache Fragen und ich finde ein gutes Beispiel dafür kann auch hier dieses Unwinding, das waren Videos, die in den letzten Tagen auch rausgekommen sind, sein. Ich habe meine Hand irgendwo, ich schaue, wo zieht mich dein Gewebe hin? Und wenn ich den Eindruck habe, okay, es zieht irgendwie in diese Richtung, dann kann ich noch einfache Fragen stellen wie, und was bemerkst du gerade? Was geschieht gerade für dich? Wo nimmst du das gerade wahr? Was für eine Art von Zug ist das? Und über diese Fragen können wir noch einmal auch deine Körperintelligenz mehr mit einbeziehen, deine Perspektiven mehr mit einbeziehen und gleichzeitig dein System nicht überfordern, sodass du weg von der Erfahrung gehst, sondern dass du bei der bleiben kannst. Das ist der letzte Tipp. Damit waren das für heute unsere 3 Tipps, um die Körperintelligenz deiner Klienten mehr mit in die Sessions einzubeziehen. Erstens, mit dem Nichtwissen sein, okay sein mit dem Nichtwissen. Zweitens, das Wie ist wichtiger als das Was. Und drittens, einfache Fragen, weniger tun und damit Menschen bei ihrer Erfahrung lassen. Ich hoffe, das hilft dir. Schönen Tag noch.